Hey, willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing Horizons auf Präludien. Heute wird's einen wahrscheinlich etwas längeren Part geben oder einen sehr kurzen Part, denn heute ist ein leeres Grundstück von der Insel. Vor 2 Tagen ist nämlich Arne ausgezogen. Hier müsste jetzt links ein Bild von mir sein. Und ja, ich versuche einen neuen Bewohner ranzubekommen. Ich habe sehr viele Mine-Tickets geschenkt bekommen. Okay, quasi geschenkt bekommen. Ich habe ein paar Items. Habe ich dafür geschenkt. Also, sollte ich überraschen. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt ready. Alter. Jetzt einen Bewohner zu farmen. Ich habe mehrere jetzt auf meine Liste aufgeschrieben. Ich muss mal kurz meine Liste umdrehen, denn ich habe eine Strichliste, werde ich auch noch führen. Und zwar suche ich entweder Monika, Ottokar, Quetzal oder Nestor. Das sind meine 4 Bewohner, die ich gerne suchen möchte. 3 Bewohner habe ich schon. Adelheid, Markus und Dina. Die werden von denen bleiben. Und falls, oder wahrscheinlich wird auch sowieso demnächst ein Crossover mit Zelda hier angekündigt werden und auch kommen. Da werden dann noch Epona, Wolfling und Medudio von der Insel ziehen, damit du circa wisst, welche Bewohner von der Insel ziehen werden. Ja, ich drehe kurz mein Blatt wieder um und kann jetzt eine Strichliste führen, wie viele Tickets ich für einen von den 4 Bewohnern brauche. Das ist übrigens Adelheid. Ja. Die kennen schon viele, wo das jetzt geschaut haben. Und dann jetzt werde ich losgehen. Insel-Update wird auch demnächst vielleicht kommen. Vielleicht schon in den nächsten Tagen, denn ich kann euch mal kurz eine Karte zeigen. Es ist ein bisschen voller bebaut als im letzten Video. Vor allem der obere Teil da mit diesen ganzen Wasserfällen ist neu. Und das ist übrigens Dina, das hier ist Adelheid, das ist Markus. Ja, jetzt werden wir loslegen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauern wird. Dass ich nicht alltägliches verschwende. Also, los geht's. Auf zur ersten Insel. Und wir sind da. Ich kann den ersten Strich auf eine Liste machen. Zack, oh, der war ein bisschen schräg, aber egal. Und wir können los. So. Und der erste Bewohner ist Mira. Der ist doch Mira, oder? Und die Insel ist voll mit Blumen, die ich brauche. Das sind alles Blumen, die ich brauche. Aber ja, ich habe keinen Platz mehr mit Haar. Mira, wusste ich's doch. Moin, wir kennen es noch nicht. Ich bin Mira. Ja, hallo Mira. Aber dich brauche ich nicht. Perfekt, das war die erste Insel. Schauen, ob ich demnächst auch mit allen noch reden werde, aber ich denke nicht. Denn ich versuche relativ schnell durchzukommen, weil so viele Tickets gehen nicht so schnell weg. Ja, und ab zur zweiten Insel würde ich sagen. Oh lol, das ist die Bombeninsel. Die ist selten. Bewohner schauen wir gleich an. Aber schaut mal hier, der ganze Strand ist voll mit Palmen. Das ist eigentlich fast schon ein Paradies zum Insektenfarmen. Aber ich habe gestern das letzte Insekt gefangen. Falsche App. Ich habe das letzte Insekt schon gefangen, wo ich noch für diesen Monat brauchte, und zwar den Goldskarabäus. Hallo, der Goldskarabäus. Der war ein richtiger Krampf. Ich habe ihn, glaube ich, 2 Minuten vor 4 Uhr gefangen. Hatte also noch Glück und Alter, das ist cool. Und da haben wir einen Zombie-Bewohner. Ja. Nächste Insel. Insel Nummer 3 ist Patricia. Eine Kuh. Alles klar, ganz cool, aber nein. So, Insel Nummer 4. Zack. Oh, aber die kenne ich auch gar nicht, die Insel. Hey, warte, was ist die? Ist das die Wasserfallinsel? Und ist das einfach Donkey Kong? Ticket Nummer 5, let's go. Bin gespannt, was wir hier haben. Oh, die Bambusinsel, nice. Das ist doch ein gutes Zeichen für Ottokar, oder? Wait, ist das Arne? Nee. Das ist Tim. So, Insel Nummer 10, das heißt, hier ist ein guter Bewohner. Oh, ui. Es ist doch ganz beliebt, oder? Der Bewohner. Rosie. Ich finde ihre Augen zu groß, aber sonst ist sie, glaube ich, ziemlich beliebt, oder? Wen haben wir hier? Silke? Ich glaube, das ist Silke, oder? Bin mir aber nicht ganz sicher. Oh, wait, auch nicht, oder? Das ist ganz anders, aber die gleiche Farbe auf jeden Fall. Doch, ist sogar. Okay, nice. Es gibt, glaube ich, sogar 2 Bewohner, die gleiche Farbe haben. Das sind 2 Koalas. Nur die Blicke sind ein bisschen anders. Ja, ganz nice. Oh, Bill! Oh, nice. Einfach Bill. Er ist eine coole Ente.
aber die falsche Ente. So, wir sind bei Ticket 13 und ich habe jetzt... Oh, Boris! Pfui. Pfui. Oh, Keks, als ob. Das ist der Lieblingsbruder von meinem Bruder. Was geht? Nice. Und es wird ihn freuen. Wir machen sogar ein Bild zusammen. Yeah. Perfekt. So, nächste Insel. Insel Nummer 18 müsste das jetzt sein. Ich habe einmal vergessen, einen Strich zu machen. Aber konnte dann noch gut nachschauen. Drei Tickets, wie viel ich verbraucht habe. Und den Apfel nehme ich ganz bestimmt nicht mit. Oh, wieder Bambusinsel. Und ich glaube, langsam kommen Regenwolken auf, oder? Oh Gott, wenn ich jetzt hier im Regen rumlaufen muss. Dann will ich schnell meinen Bewohner finden. Wer ist das? Tatjana. Nein. So, Insel Nummer 20 müsste das jetzt sein. Also komm. Sei ein cooler Bewohner. Wer ist es? Keine Ahnung. Oh lol, was? Wie geil. Ich kann so viele Leute mit triggern. Tickets. Oh Gott, muss ich zählen. Ticket 24. Wir sind in der Berginsel. Das ist ein gutes Zeichen, ich sag's euch. Denn Quetzal will auf einem Berg wohnen. Und deswegen ist er jetzt auch auf diesem Berg oben. Oh, nein! Ist das wirklich ein Adler? Was ist nur Adrian? Also nee, was heißt nur Adrian? Er ist cool. Ich wollte ihn von der Insel auch mal holen, auch von der alten Insel. Aber ja, ich will Quetzal haben. Weil den finde ich noch ein kleines Stückchen cooler. Aber nice. Als ob, Sigmund. Ja, nice. Ich mag Sigmund. Oh Gott. Lustig, was er sich gerade hier begegnet. Oh je. Oh Gott, die Augen sahen ganz cool aus. Also, er wäre auch cool für meine Insel, aber... Nee. Ich habe andere Pläne. Also, langsam wird der Himmel immer dunkler. Wir sind mit der jetzt bei Ticket Nummer 30. Und bitte, irgendwer Tolles. Armin? Heißt er nicht Armin? Und jetzt regnet's. Nice. Ticket Nummer 32. Ein Halmstack haben wir jetzt schon voll. Ist das... Oh, es gewittert wirklich. Wie cool. Oh Gott, eigentlich brauche ich schon eine Regenmütze. Find's aber lustig, auf meiner Insel einfach wunderbarer Sonnenschein ist. Bambusinsel und ich habe jetzt auch einen Hut auf. Ja. Ich habe nicht besseres gefunden, aber ich glaube, das sollte reichen. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Ah, lol. Anne. Das sind ziemlich coole Bewohner. Ich finde Udos Regenschirm übrigens mega nice. Oh, und ich hab jetzt auch gerade mega nice. Oh, das ist ja Donner. Das ist nämlich so viel Ticks, hab ich übrigens noch. Nice. Was ist das? Ah, die Kuh schon wieder. Eieiei. So geht's ja. Also, jetzt sind wir schon beim doppelten Bewohner angekommen. Wir haben erst 34 Tickets. Wieder die Bauminsel, nice. Oder nee, ist gar nicht Bauminsel, oder? Weiß grad gar nicht. Doch, ist die Bauminsel. Sieht nice aus. Ja, aber als ob. Oder ein Hai. Oder ist die Riesenfischinsel? Ich weiß nicht, aber die Insel kenne ich gar nicht. Aber müsste auch eine Bauminsel sein. Coole Insel und ein... Finde ich nicht so coolen Bewohner. Und die eine Stunde ist geknackt. Je. Eine Stunde nehme ich jetzt auf und habe bisher... 37. Ja, 37 Tickets verbraucht. Und ich hoffe, dass Bewohner immer noch... Nein. Schnell weg hier. Lange Geschichte mit Marina. Maria, nicht Marina. Lange Geschichte. Weg hier. So, alle guten Dinge sind 40. Wir haben sogar eine Bambusinsel. Das ist ein gutes Zeichen für Ottokar natürlich. Denn Ottokars Lieblingszahl ist 40. Und es ist nicht Ottokar. Boah, dieser Donner gerade, habt ihr ihn gehört? Eieiei. Boah, hab ich gerade den Blitzer gesehen. Der war nice. Maus. Als ob er schon wieder da ist. Wir sind doch gerade eben schon beim Ticket 40. Als ob die jetzt schon doppelt kommen. Vor allem ist doch schon wieder ein Adler. Warum kommt nicht einfach jetzt Quetzal, so wie ich ihn haben möchte? Eieiei.
Oh lol, Sophie. Ja. Auch ziemlich beliebt, glaube ich. Nice. Schon wieder Donkey Kong. Also es haben schon wieder jemanden doppelt. Oh Gott, wenn es so weitergeht. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass jetzt... Eigentlich gar kein gutes Zeichen. Bambusinsel. Und Insel Nummer 50. Es ist ein gutes Zeichen. Autokast Lieblingszahl ist 50. Apollo! Was geht, alter Freund? Ja, auf einer alten Insel. Sehr lange. Und jetzt sehen wir uns endlich wieder. Sehr schön. Das freut mich. Es wird auch langsam wieder blauer Himmel und schon wieder Silke. Wait, ist das Nestor? Nein, ist es nicht. So. Insel Nummer 55. Let's go. Ist eine gute Zahl für einen coolen Bewohner. Das wäre ein Bewohner, den ich haben möchte. Schon wieder der Wikinger. Also wir hatten echt viele Doppelte bisher. So. Tick Nummer 60. Na, der guten Dinge sind 60. Und wir haben... Ist das Mareile? Ja, es ist... Ist ganz cool, aber... Ich mag die blauen Haare von ihr nicht. Ticket Nummer 63. Mal schauen. Ist hier... einer der Bewohner. Bitte, 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 bitte. So, Ticket Nummer 64. Eins Deck ist jetzt voll. Mal schauen, ob wir hier... einen coolen Bewohner finden. Eine bergige Insel. Und 65... Das heißt... Ist ein Bär. Oh mein Gott! Es ist Autocar. Es ist geschafft. Ticket Nummer 67. Alter. Autocar. Ah, da ist jemand auf dieser Insel. Oh, du bist hier auch zu Besuch. Ich bin Autocar. Und du bist hier ein Luca vom Präludien. Toll. Hätte nicht gedacht, hier einen Freund zu finden. Tolle Insel, Saug. Komm doch zu uns. Das wird toll. Und damit ist es geschafft. Autocar wird jetzt von der Insel ziehen. Oder? Ja, ich denke, er wird jetzt auf der Insel ziehen. Wir werden noch schnell auf meine Insel nachschauen. Es ging eigentlich voll. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir zurück nach Präludien. Danke an Udo fürs Fliegen und nicht danke an Bodo, dass ich so viel Zeit mit ihm verschwendet habe. Jetzt müsste auf dem Schild Autocar stehen. Wenn nicht, dann... Keine Ahnung. Hier regnet es ja nicht mal. Es ist geschafft. Hier entsteht das neue Haus von Autocar. Nook Inc. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich weiß nicht, wie lang das Video ist, denn ich nehme jetzt mittlerweile seit einer Stunde an 50 Minuten auf. Ich hatte mega viel Glück mit den Bewohnern. Ich hatte Gunnar auf einer Insel. Und ich hatte Autocar jetzt mit Ticket 67. Und dass ich eine schöne Zahl ist. Schon Autocars Lieblingszahl. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Crossing-Video. Es wird wahrscheinlich ein Insel-Update sein. Und... Ciao!